Und weiter geht's hier mit dem nächsten Spiel. Map Nummer 2 zwischen Dogi und Bisho. Die Map heißt jetzt Cloud Kingdom und wir sehen hier direkt Action. Wir sehen hier direkt Bisho mit dem Gateway. Wir sparen uns entsprechend die Vorstellungsrunde. Das ist schon ziemlich krank mit der Probe hier am Harassen. Das Gateway blockt den Wall-In. Ziemlich früher Pylon, ziemlich frühes Gateway. Krankes Ding. Proxy Gateway. Ob das klappt oder nicht. Dogi dürfte ja auf jeden Fall sehr, sehr verwirrt sein. Ich würde an seiner Stelle direkt nochmal ein weiteres Gateway holen. Jetzt holt er hier nochmal den Pylon. Oh mein Gott. Und er kriegt ja auch die SUVs geblockt. Er kriegt hier die SUVs geblockt. Die können nicht meinen da vorne. Damit droppt natürlich das Income ziemlich krass. Er braucht sowieso einen zweiten Pylon. Bisho. Jetzt ist das Gateway voll und fertig. Natürlich der Chrono Boost unterwegs. Und die Probe ist immer noch mit dabei. Sofort natürlich geht hier der Bunker runter. Alter, habt ihr sowas schon mal gesehen? Was ist das denn bitteschön für ein geiles Game? Da stehen die SUVs sind eingesperrt. Und die Killer Probe. Die Killer Probe kriegt sogar noch einen Kill ab. Bisho Dogi. Kranker Scheiß. Der Marine natürlich auf dem Weg hier Richtung Bunker. Wir haben den Zealot, der sich natürlich gegen die SCVs soweit versucht zu wehren. Krankes Ding. Natürlich der Chrono Boost hier vorne weiter. Gegen den Bunker kann er da jetzt relativ wenig machen. Das heißt, die SCVs hier gleich ausgesperrt. Ein bisschen spät angefangen, den beiden hier anzugehen. Aber das Ganze passt soweit. Das Depot wird auf der anderen Seite angegangen. Die Marines natürlich haben da was gegen. Feuern hier so gut sie können. Den Cybernetic Core sehe ich soweit nicht. Aber er hat den Pfeil in der Basis. Er könnte setzen. Bräuchte aber natürlich nochmal Gas. Jetzt fehlt der Pfeil in hier vorne. Die SCV ist sofort dabei, das Ganze hier zu klären. Wer macht den größeren Schaden, ist natürlich die Frage. Momentan der Protoss vorne, was den Worker-Count angeht. Das wird sich hier auch gleich nochmal ändern. Die Marines sind dabei, die Zealots hier auf Scorn zu nehmen. Und damit hat er die Situation zunächst bereinigt. Aber unter was für Verlust? Auf 5 SCVs runter. 10 Worker gekillt. Jetzt die Forge gesetzt, soweit von Bisho. Ist das hier sein Plan? Der Zealot nochmal mit dem Rally Point. Hat er das gecancelt? Er hat den Zealot gecancelt. Gleich geht der Pfeiler natürlich down, der ist schneller. Und jetzt nochmal den Nexus. Wie dreist ist Bisho denn bitte? Also das macht er hier nicht zum ersten Mal. Herrliches Ding. Was ein Spiel. Income-technisch. Meilenweit vorne mit 18 zu 17 Probes hat er natürlich auch noch für den Chrono Boost. Jetzt kommt das Gas. Hat er, ich würde jetzt den Core setzen. Wobei er natürlich auch nochmal ein Gateway braucht. Aber dann könnte er, ja, dadurch, dass das Gateway hier vorne noch steht, 6 Kills auf dem Zealot hier vorne, wäre er dann im Tech nicht ganz so weit hinten. Da kommt der Core, in der Tat. Und dass der Terran hier gleich rausgeht, das ist eigentlich schon fast klar, Dugi. Die Cannon soll dann soweit beschützen gegen die Marines. Eine Forge-Echse gegen Terran klappt nur, wenn du einen Proxy-Gateway sitzt. Also ich frage mich, wie er das alles nachher in der Ladder nachspielt. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Auf die Idee, hier einfach ganz, ganz dreist das Gateway zu setzen. Bisho gegen Dogi, also ich glaube, mit dem Spiel haben wir alles richtig gemacht. Zweite Photo Cannon. Holt hier nicht zum Counter aus, Dogi. Ein schlechterer Terraner wäre möglicherweise dagegen schon gestorben. Das muss man sich mal reinziehen. Und er taggt direkt weiter auf die Robo, damit auf Kolosse. Möglicherweise. Also wirklich, meilenweit. Die Eier, die hat hier Balls of Steel, Bisho. Ja, krass. Die Probe direkt früh losgeschickt. Pylon, da denkst du schon, what the fuck. Und dann kommt das Gateway noch dahin. Und dann denkst du erst recht, was geht denn hier ab? Okay, also Dugi ist meilenweit hinten, setzt die Barracks, versucht jetzt straight up weiterzuspielen. Aber das kann er abessen, der Protoss hat hier 27 SCVs. 27 Probes natürlich, gegen 15 SCVs. Da kommt der niemals hinterher. Also solche Early Aggression gegen Terran habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Jetzt noch den Immortal geholt. Herrlich, also das ist ein Bild, den ich persönlich, muss ich sagen, auch ausprobieren muss. Unbedingt. Cloud Kingdom. Ich mag die Map sowieso. Tagt jetzt weiter auf das Starport. Cloud Banshees hat er vor, wie wir sehen. Double Gas. Quasi die Verzweiflung. Aber was er nicht weiß, ist, dass Bisho hier schon auf die Robo Bay
detect, soweit wir sehen sogar noch das Warp Prism. Er hat ja auch die Kens, also auch die Kens haben ja Detection, wie wir wissen. Das geht nicht gut. Er weiß gar nichts von seinem Gegner. Auch einen Scan kann, ja, wobei, er weiß von der Expansion, er weiß von den Cannons. Aber einen Scan kann er nicht opfern. Der ist halt meilenweit hinten, also wirklich. Immortal Drop von Bisho jetzt. Holt hier nochmal den zweiten. Da kann auch die Banshee herzlich wenig dann gegen machen. In die Luft feuern kann diese nicht. Und jeder Terraner wird sich denken, what the fuck, wenn sowas passiert. Auch Doogie, sicherlich überrascht. Bisho packt Special Tactics aus. Warp Prism Speed dazu. Plus weitere Gateways. Jetzt will er uns was zeigen. Jetzt will er das 2-0 besonders schön machen. Wohlgemerkt 2-0. Er führt ja schon mit 1-0. Da kann man auch schon mal die Eier haben und die hat Bisho. Ohne Scheiß. Also, da den Mut zu haben, auf so einem Offline-Turnier herzugehen und zu sagen, okay, ich weiß da was. Hauen wir es mal raus. Wir haben jetzt hier vorne die beiden Immortal, damit natürlich die SCVs weiter zu schröpfen. Mittlerweile immerhin wieder 25. Das Command Center wird gerade gebaut. Was haben wir an Einheiten draußen? Das sind 12 Marines. Marines an sich ja gut gegen Immortals, aber er hat ja auch kein Stim. Und die stehen halt alle an der Natural. Damit rechnet er doch nie im Leben. Und jetzt kommt der Immortal Drop und da stehen auf einmal die Immortal. Und Dougie wird denken, was ist denn hier los? Verkehrte Welt oder wie? Holt hier nochmal eine Menge weg. Das Warpress mit Speed ist natürlich super schnell dabei, die SCVs. Sind direkt abgezogen. Wir haben auch die Marines, das Gas. Auch das nimmt er mit. Jetzt vielleicht nochmal das Depot. Das Ding brennt und jetzt ist eingeladen. 17 SCVs nach 11 Minuten gekillt. Er muss hier nochmal abziehen, um zu repairen. Das Gas soweit lässt er aktuell liegen. Warum wird das nicht repaired? 41, jetzt wird's repaired. Und weitere Gateways kommen. Auf der anderen Seite sehen wir hier vorne die Cloak Banshee. Und er weiß natürlich jetzt auch von dem Bild hier vorne. Er weiß es, er hat's gesehen. Durch seinen Ausflug mit dem Warp Prism. Deswegen steht er da natürlich genau richtig. Wie gesagt, Offline-Turnier, wie wir betonen es normal, haben hier den Observer und damit kann Dugi eigentlich nur das GG schmeißen. Verliert hier die Banshee und jetzt ist es eigentlich endgültig besiegelt. GG, well played. GG, 2-0.